Hallo Freunde, willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. In der letzten Episode haben wir endlich Hoth verlassen. Das war ein ganz schöner Marathon gegen Ende. Aber wir haben es geschafft, sind wieder an Bord unseres kuschelig warmen Raumschiffs. Und wir haben ein neues Crewmitglied. Ein Talz namens Brunmark. Und der möchte mit uns sprechen. Dann lass mal hören. Wir haben hier auch sanitäre Anlagen. Du kannst dir das Blut doch abwaschen. Wäre vielleicht besser, oder? Lass deinen Zorn von der Rache gegen die Tals antreiben. Na, das ist doch mal was Feines für unseren eigenen Tals und er tut, was wir sagen. Deine Brutalität ist willkommen, Brunmark. Also der ist mir deutlich lieber als die Wookies, mit denen die Dings da Schurken rumlaufen bei der Republik. Aber ja, haarig sind beide. So, jetzt unsere Schülerin hat ja noch was. Bin ich mal gespannt. Was liegt dir denn auf der Seele? Erinnert ihr euch an den letzten imperialen Hafen, an den wir angedockt haben, Meister? Ich nämlich nicht. Hab wohl dort etwas zu viel gefeiert. Du klingst auch leicht angesäuselt. Ich erinnere mich vage an einen imperialen Soldaten. Ich glaube, er und ich, wir haben uns kennengelernt. Entweder das oder ich habe ihn getötet. Oder beides? Es ist so verschwommen. Du brauchst eine Therapie. Oder zwei oder drei. Wie ich sehe, hast du deinen Spaß. Also, ich finde, wer hart arbeitet, dem steht das auch zu. Aber versteht mich nicht falsch. Ich habe eigentlich kein Interesse an namenlosen, gesichtslosen und wahrscheinlich leblosen Soldaten. Ich bin sicher, wahre Größe erkennt man erst nach bedeutenderen Erfahrungen. Okay. Dann sammeln wir neue Erfahrungen. Ich schlage vor, dann solltest du dir welche suchen. Euer Rat bedeutet mir sehr viel, Meister. In meinem nächsten Urlaub werde ich genau das tun. Ich erwarte euren nächsten Befehl. Du betrachtest Hoff als Urlaub? Du brauchst dringend eine Therapie. Oh Mann, ich sollte mal dringend mit dem Captain sprechen, dass hier so eine vergitterte Tür ranbaut oder so. Wäre vielleicht nicht schlechteste. Andererseits, sie hat eine Lichtlanze. Sie kommt auch wieder raus. Wir haben Post. Interessant. Von Admiral Holz. Der weiße Schlund. Ich bin gespannt. Wir treffen bereits mit... Wir haben bereits mit Feldtest für den Loramar-Chipsatz begonnen, den ihr vom weißen Schlund geborgen habt. Richtig, dieser Chip von den Druiden. Ganz zum Schluss, letzte Zone. Für die Tüftlerin. Die Ergebnisse waren derart erstaunlich, dass ich nicht umhin konnte, euch erneut dafür zu danken, eine so wertvolle Technologie geborgen zu haben. Laut Bericht des Tüftlers wurden alle Anführer des Weißen Schlunds neutralisiert. Ich lobe euch für eure unerschütterliche Haltung. Der Geheimdienst empfiehlt oft Abmachungen mit diesen Piraten, was ich als sinnlos und unangenehm empfinde. Im Namen der imperialen Kriegsbemühungen bitte ich euch, meine Dankbarkeit und eine zusätzliche Belohnung für eure Bemühungen anzunehmen. Admiral Holz. Naja, ist auch mal was Schönes. Da haben wir mal wieder was Gutes getan, ohne richtig belohnt zu werden. Andererseits, große Geldkassette. So, Barras möchte uns auf Drom und Kaas sehen. Und die Quests behaupten, wir sollen unser Schiff dafür benutzen. Dann mal los. Bin mal gespannt. Ich hoffe, er weiß nicht, wie wir einige Pläne schmieden, um ihn zu stürzen. Ansonsten könnte das ein hässlicher Besuch werden. Aber na, ich glaube nicht. Woher soll das denn wissen? Und wir müssen mal wieder irgendwie den Schotter loswerden. Das können wir in Cast City auch gleich erledigen. Los geht's. Und da sind wir mal wieder im, naja, düsteren Hangar auf Drom und Kaas. War der schon immer so finster? Müssen die Strom sparen neuerdings oder was? Naja, wie auch immer. Home Sweet Home. Und ja, solche Quests gibt es auch immer wieder mal.
Da heißt es dann, man muss mit dem eigenen Schiff nach Turm und Kars reisen. Warum auch immer. Finde ich jetzt eigentlich auch weniger sinnvoll. Aber es verhindert halt, dass man zu viel teleportiert. Wenn man teleportiert, dann wird die Quest nicht weitergeleitet, sage ich mal. Da muss man tatsächlich dann im Prinzip von der eigenen Festung zum Raumschiff teleportieren und dann vom Raumschiff aus wieder zum Raumhafen. Wir könnten jetzt natürlich vom Raumhafen aus zur Festung teleportieren und dann zur Stadt. Aber das sind dann nochmal zwei Ladebildschirme zusätzlich und dann geht es unterm Strich einfach schneller, wenn man das Moped benutzt. Und sind wir mal ehrlich, hier waren wir schon so lange nicht mehr und nach Hoff sieht jeder grüne Baum aus wie ein kleines Stück vom Paradies. Ich wollte sagen, der Planet strotzt vor Leben und da liegt auch schon direkt ein totes Viech auf der Straße. Naja, so viel dazu. Ah, ich sehe schon, Gruppenquests könnten wir auch wieder annehmen. Für noch ein paar Planetenauszeichnungen, das wäre vielleicht mal nicht schlecht. Sind nämlich nur noch 45 da. Wie sieht denn unsere Ausrüstung inzwischen aus? 39, 37. Das ist eigentlich ganz okay, wenn man bedenkt, wir sind jetzt Level 41. Da muss man jetzt vielleicht nicht direkt wieder neue Ausrüstung kaufen, aber mal sehen. Ja, irgendwie habe ich das hier schon vermisst. Na gut, jetzt erstmal zu Bachas. Ich bin gespannt, was der von uns will. Bestimmt wieder irgendwelche fiesen Geschichten. Seinen Plan 0 haben wir umgesetzt. Die republikanischen Anführer sind alle Geschichte. Und ja, Bachas hat immer einen Plan. Ich bin mal gespannt, wie es dann weitergehen soll. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Leben Sie wohl. Wenn man bedenkt, er hat ja schon quasi mit einem kleinen Krieg gegen seinen Meister angefangen. Wir erinnern uns, sein Meister wollte Krieg im Outer Rim, hat auch sein Schlachtschiff geschickt und das hat Bachas verraten. Und einen republikanischen Admiral darauf aufmerksam gemacht. Das heißt, wahrscheinlich hat es jetzt was mit dem Fall von Bachas Meister zu tun. Ich bin gespannt. Da ist er ja. Ich bin zurück, Meister. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hör mir zu. Plan 0 war immer meine Leidenschaft. Ich habe ihm meinem Meister Darth Venschen jahrelang nahegelegt. Einen umfassenden Krieg anzuzetteln war nur eines der Ziele. Das andere war der Niedergang Darth Vengeance, woraufhin ich seinen Platz einnehmen kann. Ich hab's mir schon gedacht. Es ist nicht das Klügste, ein Mitglied des Rats der Sith gegen sich aufzubringen. Ich habe geduldig abgewartet und alles sorgfältig vorbereitet. Der Rat mag es nicht, unterwandert zu werden. Man verlangt dort nach Vengeance Kopf. Ein Schlag gegen ihn würde jetzt allseits auf Unterstützung stoßen. Wie würde es dir gefallen, dich einem der 12 mächtigsten Sith der Galaxis zu stellen? Du hast wohl selber nicht den Arsch in der Hose, hä? Darum kann man sich doch selbst kümmern. Wenn Vengeance durch die Hand meines Dieners fällt, wird der Rat der Sith darüber erzittern, wie mächtig ich sein muss. Es gibt noch eine Tücke. Darth Vengeance Schüler, Lord Drak, hat verdeckt für mich gearbeitet, was Vengeance herausfand, bevor ich Drak zurückrufen konnte. Vengeance Wut wächst. Du musst Drak befreien und gemeinsam müsst ihr euch Darth Vengeance stellen. Oh Mann. Also noch ein Schüler neben uns. Gefährlich so langsam. Der hat viel mehr Personal, als ich erwartet hatte. Wir müssen jetzt handeln. Drak kennt Vengeance Schwächen und weiß, wie er in sein Allerheiligstes vordringen kann.
verabreiche Drak dieses Belebungsmittel. Das wird seine Stärke wiederherstellen. Ihr könnt Venschen nur gemeinsam bezwingen. Also befreie den Schüler und zerstört gemeinsam den Meister. Geh nun. Aus wessen Sicht gesprochen? Wenn ich deinen Schüler befreie und den Meister erledige, dann... Nee, das ist jetzt zu kompliziert. Habe ich es mir doch gedacht. Baras hat mal wieder eine Intrige am Laufen und ja, das übliche Sith-Ding. Schüler vernichtet Meister. Dass Baras allerdings so feige ist, dass er da seine Schüler hinschickt, enttäuscht mich fast ein bisschen. Das Timing auf der anderen Seite enttäuscht mich nicht. Das ist fantastisch. Yevdrom und Kass wissen die Aufzüge, wo der Chef ist. Die spuren richtig, das ist toll. Ah ja, sind ein paar Stockwerke. Ich dachte, die ganzen Zwischenebenen und so, da hätte man vielleicht auch springen können. Wäre aber gefährlich geworden. So, wie groß ist denn das Gebiet hier? Ach du je. Na gut, da haben wir ein bisschen was vor uns. Zuerst schauen wir mal nach diesem Lord Drak. Ich glaube nicht, dass wir uns da durchbluffen können. Wir können es probieren. Grüße, ich bin Leitungsprüfer. Die haben also keine Leitung. Also für Level 41 sind das ausgesprochene Luschen. Da hatte ich tatsächlich ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Aber die orangenen Items, das habe ich richtig gesehen. Ja, wunderbar. Ausdauer List. Wer von uns benutzt denn List? Ich glaube, das war Captain Quinn und... Namen vergessen. Verdammt, wie heißt unsere kleine Twi'lek? Oh oh. Da bin ich zu schnell reingesprungen. Verflixt. Da vorne kämpfen wir harmlos gewesen. Hier mit den nächsten Gruppen zusammen, naja, vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Außerdem leckt es ein bisschen, das ist nicht sehr gut. So, wo verstecken wir uns am besten? Da! Hallo? Na also, jetzt stimmt die Kamera auch wieder. Wunderbar. So, dann vielleicht ein bisschen gemütlicher daran gehen, nicht einfach blind reinhopsen. Eine Gruppe nach dem anderen, nach der anderen und dann kriegen wir den auch kaputt hier. Also, das sage ich doch. So, da bin ich wieder. Sorry. Üble Unterbrechungen sind üble Unterbrechungen. So, Schatzi, mach du mal den da. Ich nehme diesen da. Na, immerhin. Okay. Das heißt, den ersten Raum hätten wir fast sauber. Eieiei, da sind eine ganze Menge Leute unterwegs inzwischen. Puh, die machen auch gut Schaden. Na gut, wir sollten also aufpassen vor silbernen Sith. Die sind bitter. Na gut, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt endlich bei Lord Drak. Hat ja auch lang genug gedauert.
Oh Mann, das war jetzt einmal panisch über alle Oh Shit Buttons rübergerutscht. Mann, Mann, Mann. Mit denen hatte ich nicht gerechnet. Warum bewachen die jemanden, der hier auf dem Tisch festgemacht ist und überhaupt? Die übertreiben es ein bisschen. Okay, Lord Drak. Ab jetzt soll es ein Kinderspiel werden. Du sollst ja schließlich helfen. Lord Drak, Varas schickt mich. Ich verabreiche euch ein Belebungsmittel. Ich danke euch. Euch und Varas. Ich freue mich darauf, ihm direkt zu dienen, sobald Darth Vengeance vernichtet wurde. Ja, der nächste Schüler. Oh Mann. Sagt mir, dass ihr wisst, wie wir ihn finden. Er ist in seinen privaten Gemächern und tauscht sich mit der dunklen Seite aus. Kanalisiert seine Wut und seine Macht. Wir müssen uns Darth Vengeance dort stellen. Aber der Zugang wird nicht leicht sein. Leicht kann jeder. Sagt mir, wie wir am besten dort eindringen. Um das Anwesen herum gibt es 3 äußere Ringe, die wir durchbrechen müssen, bevor wir in die Privatgemächer vordringen können. Dann brauchen wir einen Schlüssel. Und zwar Darth Vengeance persönlichen Schlüssel. Aber ich habe einen nachmachen lassen und ihn versteckt. Ich werde den Schlüssel holen, während ihr die äußeren Ringe durchbrecht. Also gut, du gehst also Schlüssel holen und ich mache die Drecksarbeit. Warum kann ich nicht einfach mit euch mitkommen? Wenn ich den Schlüssel holen will, muss ich heimlich vorgehen und Geheimgänge benutzen, damit ich nicht gesehen werde. Irgendetwas sagt mir, dass ihr entdeckt würdet. Ihr macht einen Spießrutenlauf durch Darth Vengeance Sicherheitsvorkehrungen. Und ich schwöre euch, dass ich alles gebe, um diesen Schlüssel zu holen. Wir werden uns gut ergänzen. Ihr werdet sehen. Wenn du durch die Geheimgänge kommst, komme ich da auch durch. Du bist deutlich größer als Kulika. Und was war eigentlich dieses blöde Geschwätz, dass ich entdeckt werde? So ein Trampeltier bin ich auch nicht. Spießrutenlauf, genau das wird's hier. Meine Fresse, das wird alles andere als leicht. Besonders, wenn ich den Auftakt bedenke. Meine Güte. Den nehmen wir mit. Mir ist gerade danach, Goldene zu schlachten. Das macht solchen Spaß. Okay, abgesehen von dem üblen Leck dazwischen drin, lief das eigentlich ganz gut. Und Bonusquest, davon brauchen wir noch 2 Stück. Ja, ich glaube, da müssen wir sowieso hin. Na gut, eins nach dem anderen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein klitzekleines Päuschen und sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und jetzt nicht brummig sein, die letzte Episode war viel, viel, viel zu lang. Das waren ja 3 Episoden am Stück, mehr oder weniger. Okay, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.